Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wie äußert sich narzisstisches Verhalten bei Frauen? Wie ist die narzisstische Beziehungsdynamik im Speziellen mit Narzisstinnen? Narzisstinnen unterscheiden sich von männlichen Narzissten insofern, dass sie manche Dinge einfach halt anders angehen. Und dazu dient auch jetzt dieses Video, um auch den Fokus mehr auf die narzisstische Beziehungsdynamik zu legen. Wenn der Mann Narzisst ist und die Partnerin eher devot, eher unterstützend bis hin zu depressiv, kann der Mann alles bestimmen und die Frau wird ihn servicieren und diese Beziehung funktioniert vielleicht sogar recht gut. Wenn die Frau Narzisstin ist, gibt es wenig Männer, die total devot sind, die sogenannte Waschlappen sind, sagt man in Österreich, und die alles dieser Göttin zu Füßen legen, und dann wird diese Göttin nur noch härter zu dem Waschlappen werden und wird noch mehr mit Füßen treten. Gibt's eher selten, würde ich sagen. Gibt's vielleicht, ja, und dann ist es quasi das totale Pendant, das narzisstische Beziehungspendant zum männlichen Narzissten, nur ausgetauschte Rollen, ja. Aber das ist ja eben nicht treffend, weil es gibt viele Narzisstinnen, wo der Mann sehr wohl anders ist, wo der Mann sehr wohl agiert und nicht waschlappenmäßig total devot und zurückhaltend, ängstlich, schüchtern, die Göttin serviciert. Weil, warum gibt's das ziemlich selten? Weil diese narzisstische Göttin wird dann ziemlich bald mit dem Waschlappen nicht mehr zufrieden sein. Ganz anders beim narzisstischen Mann. Der ist mit einer devoten Frau oft sehr zufrieden, weil er dann die Bühne woanders haben kann und trotzdem für die Basisservicierung eine devote Frau zu Hause sitzen hat, die ihm alles macht, wo er auch sich nicht drum bemühen muss, wo er quasi grundserviciert ist. Ja? Das will eine Narzisstin ziemlich sicher nicht. Das erste Anzeichen bei der narzisstischen Beziehungsdynamik bei einer Frau ist die Ich-zuerst-Mentalität. Die Frau ist die Göttin und diese narzisstische Göttin will nur total serviciert werden, ähnlich wie der männliche Narzisst. Der Unterschied ist nur, wie die Kleopatra, kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja? Sie ist immer absolut göttlich, immer absolut richtig. Sobald irgendwie eine Kleinigkeit, ein Hauch von Anregung, ob wir was anders machen könnten, ob das vielleicht der Majestät genehm wäre, sobald das kommt, was macht die Kleopatra? Kommt nicht in Frage, dieser Mensch wird ausgepeitscht oder gleich überhaupt den Krokodilen vorgeworfen. Also ich denke jetzt an Asterix und Kleopatra, wenn Sie den Comic mal durchlesen, da haben Sie eine wunderbar herrliche Narzisstin. Und Cäsar, der durchaus auch ein Narzisst ist, ja, tut alles für sie, nur damit er sie ja nicht verärgert. Ja, das ist ganz wichtig. Aber diese Ich-zuerst-Mentalität akzeptiert sogar der Narzisst Cäsar, nicht diese emotionalen, hysterischen Brutalausbrüche zu haben, weil das hält keiner aus. Ja, ein narzisstischer Cäsar nicht und auch ein normaler Mensch nicht und auch kein... Der Devote hält es nur deshalb aus, weil er sowieso schon komplett fix und fertig ist und schon alles tut, was von ihm erwartet wird. Ja? Ein zweites ganz klares Unterscheidungsmerkmal zum männlichen Narzissmus ist bei Narzisstinnen, dass sie eine spezielle Taktik der Schuldzuweisung anwenden. Wie schaut die Taktik der Schuldzuweisung bei Narzisstinnen aus? Sobald diskutiert wird, und mit einem männlichen Narzissten kann man diskutieren, der einem dann in Grund und Boden redet, der einem die Birne weich redet, oder der einfach despotisch dann sagt, so ist es und ich habe recht, aber das sehr meistens sehr wortgewaltig vermittelt oder so lang redet, bis der andere sagt, okay, der rote Pullover ist doch blau. Bei der Narzisstin ist es so, dass wenn da eine Diskussion hochkommt, dass eben der Partner sagt, so können wir nicht weitermachen,
wir kommen nicht zusammen, du lässt mich nicht gelten oder du dominierst mich zu sehr, ja. Was passiert dann? Die explodiert innerlich fast, ja. Also für die ist das wie wenn sie jetzt zu Tode getroffen ist, ja. Und dann hat sie das Recht, den anderen auf ihre weibliche Art zu zerstören. Und wie hat diese Narzisstin jetzt das Recht, den anderen zu zerstören? Weil du mich jetzt so getroffen hast, weil du mich so verletzt hast, werde ich dich jetzt da mit allen Mitteln umbringen. Ja? Also und zwar mit dieser giftigen, bösartigen Art. Ich hasse dich. Ja? Also das ist dann nicht mehr Diskussion, so Kampf, Mann gegen Mann, ja? Sondern das ist, ich vergifte dich heimlich, du Schwein. Ja? Also so, das wird dann, weil sie verletzt wurde als Narzisstin, ist sie brutalst und hat die Rechtfertigung, den anderen töten zu lassen. Das sind dann die berühmten Auftragsmorde. Wir machen das jetzt natürlich alles nur bildlich. Ja, ich hoffe nicht, dass ein echter Auftragsmord jetzt da tatsächlich der Fall ist, sondern es ist so wie ein Auftragsmord. Aber die Narzisstin nimmt sich das Recht heraus, das ist die Taktik der Schuldzuweisung, zu sagen, du gibst mir die Schuld, ja. Wenn, dann habe ich so kleine Schuld, aber du hast so große Schuld und die verzeih ich dir nicht. Das ist das Erschütternde bei einer Narzisstin. Ja. Man kann mit einer Narzisstin nicht auf Augenhöhe reden, sondern da ist dann nachher, wie nach einer Atombombe, nur noch alles zerstört. Warum? Weil die Narzisstin so verletzt ist und sagt, ich lasse mich von niemandem verletzen, schon gar nicht von einem Mann. Da kommt dann diese Geschlechterdifferenz brutal raus. Das ist kein Sexismus, sondern das ist wirklich dann Hass gegen jeden, der mich kritisieren will. Narzissten manipulieren. Drittes Anzeichen bei Narzisstinnen in Beziehungen. Sie manipulieren besonders charmant, besonders weiblich, besonders so, dass der Mann schmilzt. Das ist anders, ja. Der männliche Narzissmus ist so, dass er geschickt manipuliert, eloquent manipuliert, versucht es durch Power umzusetzen. Die feine Klinge hat die Frau. Die Taktik, die strategische Vorbereitung in der Manipulation, das wirklich durchdachte, sehr, sehr intelligente oft, das hat die Frau. Der Mann ist ja viel grobschlächtiger, oft. Gibt es natürlich immer Ausnahmen, aber diese charmante Manipulation ist besonders gefährlich. Also wenn die Frau was will vom Mann, kann sie ihm total schön tun, kann sie ihm wirklich die Welt ganz liebevoll zu Füßen legen, ihm ganz viel Liebe schenken, ihm genau das tun, wo sie weiß, darauf springt der Mann an, da wird er weich, da wird er schwach, da lässt er sich quasi blenden. Auch hier wieder kann man in der Mythologie nachschauen, Siegfried, ganze Nibelungen, die gemeine Brünnhild rächt sich und so, also an den Männern und bringt die reihenweise um, ganz entspannt, ja, und ist dann nachher so, dass sie sagt, ich habe nur meine Pflicht getan. Also jetzt sehr verkürzt ausgedrückt, aber lesen Sie mal die Nibelungensage nach, ja, das ist wirklich härtester Krimi, ja, archetypisch brutal. Frauen, Narzisstinnen, wenn sie hassen, sind dann zu sehr viel fähig. Und deshalb hoffen wir, dass es nicht so viele Narzisstinnen gibt, dass nicht die narzisstischen Anteile so mal liegen sind, weil das ist wirklich leider bösartig. Wenn es so intrinsische Narzissten sind, ja, wenn es verdeckte Narzisstinnen sind, schaut es wieder anders aus. Aber da rede ich jetzt von offenen Narzisstinnen, die wirklich da über Leichen gehen und die aber charmant manipulieren und dann trotzdem nachher einfach sehr, sehr hart zu reagieren. Viertes Anzeichen, die Frau will bewundert werden. Die Frau ist schön und sie will auch bestätigt werden in ihrer Schönheit. Das ist ja gut so. Aber die Narzisstin hat nie genug. Die will noch mehr bestätigt werden. Die will noch mehr bewundert werden. Die will alles, 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 alles haben. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Ja? Schneewittchen ist 7-mal schöner und dann ist diese böse Schwiegermutter, die super Narzisstin ist und sagt, die muss ich umbringen, weil es gibt niemand, der schöner ist als ich. Und wenn es jemand gibt, der schöner ist als ich, dann muss ich das ändern und zwar schnell.
ich bringe jetzt die scharfen Formen von Narzisstinnen, ja. Gott sei Dank gibt's abgeschwächte Formen, klar. So wie im männlichen Narzissmus auch, ja. Aber wenn eine Frau narzisstisch agiert und es geht ihr um was, gerade in der Beziehung, kann es tatsächlich so sein, dass in der Beziehung echt viel Böses rauskommt. Muss man leider sagen, ja. Deshalb ist es auch so schwierig dann, wenn jemand so in diesem Hass ist und so böse agiert, wie diese böse Schwiegermutter beim unschuldigen Schneewittchen. Da komme ich dann an die Grenzen. Ja? Also da weiß man dann oft nicht mehr, was man sagen soll. Da hofft man dann eben wie im Märchen, dass das Gute siegt und das Böse besiegt wird. Tatsächlich im echten Leben ist es oft so, dass diese Narzisstinnen super erfolgreich sind, erfolgreicher als die Männer dann. Ja? Wenn das eine narzisstische Beziehung ist, wo die Frau eben Narzisstin ist und der Mann auch Narzisst, wer gewinnt? Die Frau. Die ist noch ein Tick härter, die ist noch ein Tick brutaler, die zieht noch ein Stück mehr durch. Ich habe so ein Ehepaar in Therapie, wahnsinnig anstrengend, ja. Also wirklich extrem reich, extrem erfolgreich, extrem nach außen hin großartig, aber nach innen ist da eine Eiseskälte, das will ich keine 5 Minuten haben, ja. Das ist kein Leben. Aber die zwei kennen es nicht anders, die spielen das Spiel schon seit Jahren erfolgreich. Tatsächlich ist es wirklich so, weil sie es auch selber nicht aushalten, haben die natürlich 2 Top-Villen in 2 verschiedenen Ländern, also sehen sich nur hin und wieder, weil länger würden sie es nicht aushalten, aber das entspricht auch ihrem Status, dass sie trotzdem natürlich noch zusammenziehen, ohne zusammen zu sein. Also das sind schon Beziehungsdynamiken, die echt mal liegen sind. Ja. 5. Anzeichen von narzisstischer Beziehungsdynamik bei Frauen ist oft das Ambivalente, oft dann das Borderlineige, und das ist eben der Wechsel zwischen Abhängigkeit und Idealisierung. Sobald der Partner sich zurückzieht, weil er nicht mehr kann, weil er merkt, boah, die Frau ist mir zu viel, also die kostet mir so viel Energie, die saugt mich aus, die verlangt von mir viel mehr, als ich zu geben bereit bin, obwohl ich stark bin und viel gebe, packe ich nicht mehr, ich muss gehen. Ja. Ab dem Moment schwenkt sie wieder um und sagt, na komm her, ich liebe dich, ich brauche dich, bleib da. Und wenn er sich wieder annähert, zack, wird sie wieder eben zur Vampirin, saugt ihn wieder aus, unterdrückt ihn wieder, es ist wieder der volle Machtkampf, ja. Er zieht sich wieder zurück, sie wird nervös, weil sie will ihn nicht verlieren, und zack, holt sie ihn wieder mit den weiblichen Waffen, muss man auch sagen. Und die weiblichen Waffen sind eben, dass die Frau, die Narzisstin, genau weiß, wie kann ich diesen Mann holen? Wie kann ich ihn ködern? Wie kann ich ihm Liebe schenken, so dass er zufrieden ist, so dass er sagt, ich habe noch nie mit einer Frau besseren Sex gehabt als wir mit dieser Frau. Ja, das ist einmalig. Ja? Oder ich habe noch nie intensivere Abenteuer mit dieser Frau erlebt. Ich habe noch nie erfolgreicher mit einer Frau zusammengelebt als wir mit dieser. Ich habe noch nie so viel Geld gescheffelt wie mit dieser Frau. Also die schafft es schon, zu ziehen, ja, zu saugen. Ja? Und zwar so anzuködern, dass der Fisch, der männliche, arme Fisch, dann immer wieder anbeißt. Und das ist halt meine Erfahrung. Egal wie gut der männliche Narzisst ist, der beißt gegen eine Narzisstin immer ab. Selbst der hat seine Spielwiese woanders, ja. Aber in der Beziehung ist er drunter. Sonst wäre die Narzisstin nicht Narzisstin, die gewinnt. Ist furchtbar, finde ich, weil es ist völlig aus der Spur und ist super anstrengend, super energieaufreibend, echt ungut. Keiner fühlt sich wohl. Aber es ist die Dynamik. Und wenn man die Narzisstin auf das aufmerksam macht, kann sie nicht aussteigen, weil sie da viel zu schnell drinnen ist. Ja? Und die ist voll auch in sich selbst gefangen. Deshalb ist eine Therapie mit Narzisstinnen, mit so schweren Narzisstinnen, malignen Narzisstinnen, noch schwerer als eine Therapie mit einem männlichen Narzissten. Auch schwer. Also ich sage nicht, dass das beides leicht ist. Wenn sie rauskommen wollen aus diesen emotionalen Missbrauchssituationen, wieder die Einladung, triggerfrei.at anzuklicken. Dort finden Sie einen 5-Punkte-Rettungsplan, wie Sie rauskommen können aus dieser
wahnsinnig anstrengenden Beziehungsdynamik, die wirklich viel, viel Kraft kostet. Gönnen Sie sich's mal, schauen Sie sich's an und atmen Sie durch. Alles Gute.